Hallo meine Lieben, der Neptun verändert sich auf drastische und unerklärbare Weise. Etwas, das die Astronomen nie zuvor beobachtet haben. Ein Wandel zu einem möglicherweise völlig neuen Planeten. Was geschieht da also mit dem äußersten Riesen unseres Sonnensystems? Was oder wer verursacht diese dramatische Veränderung? Das und vieles mehr erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Der Neptun. Er ist der achte und damit der äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems. Gigantische 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und damit der einzige Planet, der nicht von der Erde aus mit bloßem Auge zu sehen ist. Selbst das Licht unseres Heimatsterns braucht mehr als 4 Stunden, um ihn zu erreichen. 15.000 Sekunden lang ist es mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, bis es den Neptun schlussendlich erreicht. Ganze 250 Minuten. Der blaue Gasriese ist groß. Mit einem Durchmesser von knapp 50.000 Kilometern hat Neptun fast den vierfachen Erddurchmesser. Sein Volumen übertrifft das der Erde um das 58-fache. Somit ist er nach Jupiter, Saturn und Uranus der viertgrößte Planet unseres Sonnensystems. Seine bläulich schimmernde Farbe stammt nicht etwa von Unmengen an Wasser, festgefroren, das dem Eisriesen seine Bezeichnung gibt. Es sind die Unmengen an Methan, die das rote Licht absorbieren und ihm schlussendlich seine Farbe verleihen. Auf dem Gasplaneten herrschen Winde, die mit mehr als 2000 Stundenkilometern wehen. Große dunkle Flecken prägen seine Oberfläche. Zwei dicke und zwei schmale Ringe umgeben ihn. Neptun dominiert mit seinen Ausmaßen den äußeren Rand unseres Sonnensystems. Ein einsamer Riese, der Einfluss auf alle anderen, nach ihm benannten Objekte nimmt. Auf die sogenannten transneptunischen Himmelskörper. Dutzende Zwergplaneten, wovon Pluto nur einer von vielen ist. Seinen Namen hat der Eisriese dem römischen Gott des Meeres zu verdanken, Neptun. Und wie die unerforschten Regionen unserer Ozeane, verbirgt auch der äußerste Planet unseres Sonnensystems sehr viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Von unbekannten Objekten, die sich in seinen Ringen verstecken sollen, bis hin zum Gasriesen selbst, der sich derzeit so rätselhaft verhält, dass es nicht mehr mit unserer Physik des Kosmos zu erklären ist. Irgendetwas passiert gerade mit Neptun und keiner hat eine Erklärung dafür. Was ist der Grund, dass sich dieser am weitesten entfernte Planet auf sich so erschreckende Weise verändert, sich regelrecht transformiert? Ist diese Veränderung etwa gewollt, künstlich eingeleitet, etwas, das wir unter dem Begriff Terraforming kennen? Auf Neptun ist es bitterkalt. Schließlich empfängt er nur sehr wenig Wärme von der Sonne. Mit Minusgraden zwischen minus 201 und minus 218 Grad Celsius ist er damit einer der kältesten Orte des Sonnensystems. Doch dies scheint sich nun sukzessive zu ändern. Wie nun bekannt geworden ist, haben Astronomen eine wirklich erstaunliche Entdeckung gemacht. Völlig unerklärbar. 17 Jahre lang hat ein internationales Team von Astronomen den Neptun gründlich untersucht, mit der Hilfe bodengestützter Teleskope, darunter auch das berühmte VLT, das Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte. Dieses erlaubt den Neptun durch Wärmebildkameras gezielt zu untersuchen, ihn viel präziser durch das infrarote Licht unter die Lupe zu nehmen. Diese Art von Untersuchung ist nur mit empfindlichen Infrarotbildern von großen Teleskopen wie dem VLT möglich, die Neptun präzise beobachten können, und diese stehen erst seit etwa 20 Jahren zur Verfügung. Die Ergebnisse lassen die Forscher allerdings ratlos zurück, Daten, die eigentlich nicht stimmen könnten, und doch sind sie eindeutig. Die Temperaturen in der Atmosphäre des Gasplaneten ändern sich derzeit drastisch, entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein überraschender Rückgang der globalen Temperaturen auf der einen Seite und eine dramatische Erwärmung am Südpol.
Michael Roman, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Leicester in Großbritannien, beschreibt es so. Diese Veränderung war unerwartet. Da wir Neptun während seines südlichen Frühsommers beobachtet haben, haben wir erwartet, dass die Temperaturen langsam ansteigen und nicht ganz plötzlich abnehmen. Wie die Erde besitzt auch der Neptun Jahreszeiten: Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Schließlich umkreist er ebenso die Sonne. Doch die Dauer einer Jahreszeit unterscheidet sich deutlich von denen auf der Erde. Ganze 40 Jahre lang dauert ein Sommer auf Neptun, ebenso wie der Winter. Fast ein halbes Jahrhundert lang die eisige Kälte, fast ein Jahrhundert lang eine brütende Hitze. Kein Wunder, ein Neptunjahr dauert 165 Erdjahre an. Seit dem Jahr 2005 ist nun auf der südlichen Hemisphäre des Neptuns Sommerzeit. Dies nahm dann auch die Astronomen zum Anlass, um zu untersuchen, wie sich die Temperaturen dort verändern. Das Ergebnis waren 100 Wärmebilder, aufgenommen über einen Zeitraum von 17 Jahren bis ins Jahr 2022 hinein. Nun stand die Auswertung der Aufnahmen an und die Ergebnisse zeigen mehr als nur eine ungewöhnliche Entwicklung. Was haben die Astronomen herausgefunden? Was passiert derzeit mit dem Neptun? Warum ist dies so unerklärlich? Und was oder wer könnte dahinter stecken? Das Ergebnis der Auswertung ließ die Astronomen verblüffen. Eine derartige Entwicklung könne man sich einfach nicht erklären. Die Daten zeigen, dass sich der größte Teil des Planeten in den letzten zwei Jahrzehnten nach und nach abgekühlt hat, und das trotz des beginnenden Sommers. So sank die globale Durchschnittstemperatur von Neptun zwischen den Jahren 2003 und 2018 um ganze 8 Grad Celsius. Doch das war nicht das Sonderlichste. Die Forscher machten im Zuge der Analyse eine noch viel seltsamere Entdeckung. Das, was die Wissenschaftler so überraschte, ist die dramatische Erwärmung von Neptuns Südpol. Dort stiegen die Temperaturen zwischen 2018 und 2020 um 11 Grad an. Doch das kann und darf nicht sein. Selbst der warme Polarwind des Planeten rechtfertige diese schnelle Erwärmung des Pols einfach nicht, wie es heißt. Etwas, das nie zuvor beobachtet wurde, auf keinem Planeten unseres Sonnensystems. Irgendetwas Einzigartiges müsse auf dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems geschehen. Glenn Orton, einer der leitenden Forscher am Jet Propulsion Laboratory, beschreibt es uns so. Unsere Daten decken ungefähr die Hälfte einer Jahreszeit des Neptuns ab. Niemand hatte erwartet, diese große und schnelle Veränderung zu sehen. Noch wissen die Forscher nicht, was die Ursache für diesen extremen Wandel ist. Nur Spekulationen blitzen hier und da auf. Veränderungen in der Stratosphärenchemie, zufällige Wettermuster oder ein veränderter Sonnenzyklus. In naher Zukunft soll nun auch das James Webb den Neptun genauer untersuchen. Schon vor wenigen Monaten lieferte uns das Himmelsteleskop schon beeindruckende Bilder des Gasriesens und seinen Ringen. Ufologen und einige Astronomen haben aufgrund der neuesten Erkenntnisse noch eine andere Idee. Eine künstlich hervorgerufene Veränderung des Neptuns. Ein Prozess, den wir als Terraforming bezeichnen. Schon Ex-NASA-Mitarbeiter Norm Berggren sagte einmal, mit seiner hohen Entfernung zur Erde und dennoch der Kraft eines Planeten gäbe es kein anderes Objekt im Sonnensystem, das besser dazu geeignet sei, einen außerirdischen Überwachungsposten zu beherbergen. Die hohe Aktivität und seine Wärme, die alle anderen Gasriesen übertrifft, sei eine ausgezeichnete Energiequelle. Ihm zufolge beträgt die Dicke der Eisdecke des Neptuns etwa 2,5 bis 3 Kilometer. Darunter befände sich flüssiges Wasser mit einer sehr besonderen chemischen Zusammensetzung. Wenn man bedenke, dass die Temperaturen im Zentrum des Planeten plus 7100 Grad erreiche, könne man doch davon ausgehen, dass es dort angenehm genug sei, damit sich dort Leben entwickeln könne. Nicht nur mehrzellige Wasserorganismen, sondern auch viel weiter fortgeschrittene Lebewesen.
Bergrun bezeichnet sie als etwas, das man am besten als Delfine beschreiben könne, auch wenn sie etwas völlig anderes wären. Eine völlig andere biologische Evolution, mit anderen Prinzipien der Atmung und anderen chemischen Prozessen. Nun ist diese These schon mehr als gewagt. Schwimmende Delfine in der unteren Atmosphäre des Neptuns. Vielleicht sogar so fern von der Entwicklung des Lebens, wie wir es kennen, dass sie in der Lage dazu sind, ihren Planeten zu verändern. Eine völlig andere Intelligenz, abseits den uns fassbaren Grenzen. Vielleicht gar auf der gleichen Entwicklungsstufe wie der Mensch. Eine Art Industrialisierung, die die Atmosphäre verändert. Von uns aufgrund ihrer Andersartigkeit unbemerkt, ebenso wie wir es für sie sind. Zwei Zivilisationen in unserem Sonnensystem, die so unterschiedlich sind, dass sie sich gegenseitig nicht zu erkennen vermögen. Doch gehen wir lieber einen Schritt zurück. Das Klima der Erde wurde in den Jahrmillionen ihrer Existenz immer wieder drastisch verändert. Nicht vom Menschen oder einer anderen Zivilisation, sondern von Mikroorganismen. So ist bekannt, dass die den heutigen Cyanobakterien ähnelnden Mikroorganismen eine fast 300 Millionen Jahre andauernde Eiszeit auslösten. Mikroben, die sich vor über 3 Milliarden Jahren entwickelt haben, die Fähigkeit besaßen, mit Hilfe von Sonnenlicht und CO2 Biomasse herzustellen, Photosynthese zu betreiben. Der heute in unserer Atmosphäre vorhandene Sauerstoff stammt zum größten Teil von eben jener Aktivität photosynthetischer Organismen. Doch damit nicht genug. Auch der erste überhaupt produzierte Sauerstoff stammte von eben jenen Mikroorganismen, vor etwa 2,4 Milliarden Jahren. Die Folge dieses Prozesses war das Verschwinden des Methans in der Erdatmosphäre und damit ein solch starker Klimawandel, wie es ihn nie zuvor und auch nie wieder danach geben wird, die pure Kraft der Natur. Passiert Ähnliches nun auch auf dem Neptun? Keine intelligenten Außerirdischen, sondern die kleinste Form von Leben, die den Neptun auf solch eine drastische Weise verändert, wie nur die Natur es kann. Was haltet ihr von den neuerlichen und unerklärbaren Veränderungen des Neptuns? Steckt nur eine erhöhte Sonnenaktivität dahinter oder passiert etwas in seinem Inneren? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.